Hallo. Hast du meine Überraschung schon bekommen? Ja, ich habe allerdings eine Überraschung erlebt. Was ist denn los? Bist du eigentlich wahnsinnig geworden? Wie kommst du dazu, deinem Ex von uns zu erzählen? Carla, bitte, jetzt reg dich doch nicht so auf. Du weißt doch ganz genau, wie schwer es mir fällt, mein Privatleben zu schützen. Du kannst ganz ruhig sein. David ist absolut diskret. Es ist doch genauso in deinem Interesse, wenn wir unbehelligt bleiben oder nicht. Carla! Ich bin sogar bereit, eine Scheinehe einzugehen und du hast nichts Besseres zu tun, als unseren Chauffeur einzuweihen? Carla, das ist jetzt absolut nicht fair von dir. Carla? Carla, ich wollte dich nicht in Schwierigkeiten bringen, als ich David eingeweiht habe. Aber du musst mich am Telefon auch nicht so anblaffen. Ich weiß. Ich habe mich schrecklich daneben benommen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Bei deinem Ex-Mann muss ich mich auch noch entschuldigen. Immerhin hat er mich davor bewahrt, dass ich vor Anska auffliege. Wie? Vor Anska? Ja, frag nicht. Dazu haben wir viel zu wenig Zeit. Ich muss heute noch nach Moskau. Wie? Du kommst heute gar nicht. Stimmt ja. Deine Überraschung. Die Penthouse-Wohnung von deinem Freund. Tut mir leid. Du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Aber da kann man halt nichts machen. Vielleicht schon. Aha.